Einen schönen guten Morgen aus Bassano del Grappa, genau. Ich und die Vicky sind jetzt am Monte Grappa nach dem Gardasee noch gefahren, 3 Tage. Und die Vicky war noch nie im Monte Grappa, das erste Mal. Ist echt wunderschön da, gerade um die Zeit, wirklich ein Traum. Ich war im Sommer ein paar Mal schon da, da ist es mir eigentlich zu warm und die Sicht nicht so. Jetzt eigentlich ein Traum. Ich hoffe, oben haben wir nicht zu viel Schnee, dass wir ganz aufkommen bis zum Monument. Viele von euch kennen das ja schon. Daher ist 16, wo wir jetzt die erste Videosession machen beim Wassertrag. Monte Grappa dringend Wasser mitnehmen und rate euch nicht richtig aufpassen. 2 Flaschen nieder und ein Camelback noch voll, weil es einfach eine trockene Geschichte ist. Ja, unser Malheur heute in der Früh, an meiner Nase noch, dass es gar nicht so warm war beim Uradeln. Das Telefon von der Vicky hat sich aufgehängt. Ja, so schnell geht's. Vicky hat ein bisschen sektisch. Ist klar, wenn das passiert. Wir haben eins. Ist natürlich nicht gut, wenn was passiert. Wenn das eine ausfällt, haben wir keins. Wir müssen umdrehen. Nutzt nichts. Und es gibt auch weniger Stories. Ja, genau. Und wir haben natürlich jetzt ein bisschen vergessen für die Bikes. Wir haben ein bisschen mitgehabt für die Buchsen. Gut, gehört dazu. Passiert immer wieder nichtsdestotrotz. Wir haben ein gutes Wetter. Schaut da wirklich schön aus. 16 Rundumblick. Die Vicky noch einmal. Und wirklich. Blau ist der Himmel. Es ist heute der 27. Oder? Ja, genau. Und wirklich ein Traum. Ja, tadellos. Ja, Altstadt ist ein Traum. Genau. Wir fahren dann nachts ein bisschen fotografieren mit Licht. Schaut natürlich nur einladend aus, wie über den Tag. Einfach ohne Schnee und Weihnachtsbeleuchtung ein bisschen mau ist. So, wir füllen jetzt auf und dann treten wir zickzack da rauf. Ist relativ lang, aber sehr meditativ und sehr zum Erholen. Buongiorno again. Wir sind jetzt da rum, wo der erste Startpunkt ist für die Paragleiter. Bis jetzt war es richtig warm auf. Also wirklich warm. Und da machen wir jetzt eine kurze Pause. Also Monte Grappa auf ist halt ewig zum Drehen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Kilometer das sind, aber richtig, richtig viel. Und landschaftlich wirklich cool. Also aussichtsmäßig richtig gut und ich höre, dass man kommt, desto mehr kommt man aus diesen Dunstschichten raus, desto besser wird. Wir drehen jetzt weiter und jetzt relativ monoton, wenn wir jetzt dazwischen haben möchten und dann am Gipfel und ja, dann haben wir sie. Mein Handy geht wieder. Und ihr Handy geht wieder, genau, wir haben es hart resettet. Das war gar nicht so schwer, weil es hat am Anfang sich gewischt, Software irgendwas gehängt und so. Und jetzt geht es wieder, also ja, läuft. Top. So, jetzt sind wir schon wieder ein bisschen weiter um und das ist voll krass. Wir haben es einfach durchgeschlagen. Aber fein zum Fahren, Temperatur top. Voll. Und die Lichter aus und links rechts. Oh, die sieht man nicht. Ja, sieht man. Ja. Was ist das? Langwesen zum Sprengen. Ah. Die Straße still liegen lassen. So, jetzt geht es zum ersten Mal ein bisschen bergauf. Ende gut, alles gut, noch nicht ganz. Ja. Wir sind jetzt am Vorgipfel. Es ist 20 nach 12, ist zwar nicht wirklich spannend, wenn man so denkt, aber wir haben es doch länger gebraucht, weil es auch wieder aufgeheizt war, die Straße. Und wir da Schirm haben müssen. Jetzt gehen wir halt, oder fahren wir nicht ganz auf Monte Grappa auf zum Monument, sondern bleiben auf dem Vorgipfel, der aus Monte Colombera, glaube ich, oder so. Die Boom, weiß ich jetzt nicht. Da ist einer von den kniffligsten Drehlocher. Oben ist er echt knusprig, S3, S4. Und ihr seht es eh, typisch Monte Grappa. Oben Sonne und Nebel, wie immer. Und von da geht es dann eigentlich voll in die Retissimo. Ist eine ganz coole Sache, ist ein langer Trail. Und morgen werden wir uns dann ohne Stau fahren, dass wir zu diese Fahnsteige kommen. Dass wir hinten auffahren und dass wir dann aus dem Monument aufgefahren ist, glaube ich, gescheiter wie vorne. Es hat sich einfach gezogen, typisch. Für die Vicky war das erste Mal. Ja, ich weiß nicht genau, was ich sagen soll. Ich bin psychisch am Ende. Sie genießt lange Auffahrt. Also ich fahre morgen die kurze Auffahrt, sie kann dann die lange noch mal machen. Ja, genau. Wie sie schafft. Und nein, es zieht sich echt lang auf. Da oben ist echt ein netter Platz. Ja. Da kann man dann auch ganz gut was essen, ein bisschen schauen und so. Auf dem Paragleiter, sondern am Drachenflieger. Wir haben ein Gipfelkreuz mit Aussicht. Jetzt haben wir das, ist wichtig, genau. Jetzt hoffen wir ein bisschen, dass wir Fernsicht haben. Dass die Nähe schwann ein bisschen los ist. Ist es so? Ich weiß nicht, wie es echt gegangen ist bis jetzt mit Monte Grappa. Also genau, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ja. Irgendwelche Erlebnisse. Ich habe eigentlich immer so einen Nebel gehabt. Ich denke, glaube ich, lebt man da irgendwie, keine Ahnung. Ja. Soweit so gut, sie ist mega cool heute halt da, super Gebiet. Wir haben jetzt einen Haufen Drecks raus. Ich fotografiere einen so einen Tag durch.
Den Rest, was wir so vor mit dem E-Bike sammelt, gehen wir auf die ganzen Drecksäule, das ganze Konvolut werden. Und dann könnt ihr überlegen, ob es noch anfahrt jetzt in der Zeit oder daheim bleibt. Seht ihr dann nicht. Geil! Mega!
Zugespräch. Lass ihn bitte nicht aus.
kurz. Im Fachausdruck nennt man das eine Pizzeria. Genau. Ja, das war auch noch eine Sache. Mega beläufert, wir sind überhaupt die einzigen da. Ja. Also es sind mehr Kröner da und Ungestörte wie Gäste. Genau. Das sind Trail Server. Wir haben eh was aufgezeichnet mit der Gruppe, das ist dann eh. War mega, mega cool. Sehr fordernd. Ja. Sieht man was weiter? Nein, war echt gut. Morgen geht's weiter. Morgen geht's weiter, kommen wir schon. Und wo vielleicht ganz in die Pferde. Das hat halt leider nicht so funktioniert, aber ja. Ja, was wir unterschätzen darf, die Länge von Monte Grappa im Sommer geht es ganz gut. Ich habe es dir wirklich gesagt, jetzt bin ich ganz glatt. Morgen werden wir es ein bisschen verkürzen und vielleicht diese Kriegsteige, die klassischen von die 153 oder sowas in die Richtung. Und den einen Tag Richtung Valsugana, was wir haben am letzten. Genau, so machen wir das. Ja. Vielleicht morgen ein bisschen E-Support dazu nehmen, dann kriegen wir ein bisschen coole Abhills vor, weil die Steige sind ja bergauf auch ganz cool. Dann machen wir da schon was. Ja, genau. Soweit so gut. Vielleicht gehen wir dann ein bisschen in die Stadt oder vorne in die Stadt. Wenn wir da sind, dann werden wir jetzt auch noch Aufnahmen machen. Man sieht jetzt dann eh die Fotos, was der Martin da macht und bearbeitet. Genau. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Daumen nach oben. Das hat uns sehr gefallen. Kommentare bitte jederzeit gern. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ich gehe da nicht. So, jetzt geht's. Doch, jetzt. So, wir haben endlich ins Essen. Es ist schon kalt, wenn wir jetzt dreimal die GoPro rein und ausschalten. Ja, sie funktioniert leider nicht immer. Da gibt es einmal Spaghetti Aglio e Olio. Mhm. Also mit viel Parmesan. Mit einem Schiss Parmesan. Ja, wow. So ein halber wow, Kilo, was richtig. Wow, das ist okay. Passt, sehr zu empfehlen. Und meine Mega-Pizza Diavola. Vor allem, das kostet, ich glaube, 4 Euro oder so. Oder? Ja, voll krass. Stellst du mir mal auf? Also mit dir, ja. Prost. Ja, mit dem siehst du. Prost. Schau dir deine Augen an.